Ihr seht hier das HTC Desire HD und wir schauen uns die Internetfunktion von diesem Gerät einmal genauer an. Das Gerät wird unterstützt von UMTS, GPRS, Edge und natürlich WLAN. Wir sind jetzt hier bei WLAN im Netz und außerdem kann das Gerät Flash-Inhalte auf Webseiten unterstützen. Ja, wo ist der Browser? Wir gehen einfach mal auf Optionen und haben dann hier Internet. Und da gehe ich einmal drauf und Google wird geladen. Ihr seht den Balken und zack. Ist es auch schon geladen. Standort können wir hier freigeben. Ja, meinetwegen steht hier Hannover. So, und wir haben Pinch to Zoom, wie ihr sehen könnt, und das läuft flüssig. Also, schneller kann es fast gar nicht gehen. Wir können uns flüssig hier über die Webseite bewegen. Dieses große Display unterstützt natürlich nochmal ein positives Surfgefühl. Also da kann man sich wirklich gar nicht beschweren. Das macht Spaß. Dieses Gerät ist auf jeden Fall top zum Surfen. Das kann ich jetzt schon sagen. Und wir gehen einmal auf www.handy-mc.de und wir schauen, wie schnell es dauert, bis diese Seite geladen ist, weil da ist ja noch einmal ein wenig mehr abgebildet. So, einmal auf Enter drücken, da oben läuft der Ladebalken, das habe ich auch schon mal deutlich langsamer gesehen. Die Seite ist geladen, ich bewege mich hier rüber, total flüssig und zoome mal ran, so zack und bin ich dran. Also, wird auch total gut dargestellt, die Farben sehen gut aus, die Schrift ist klar. So, jetzt habe ich hier versehentlich den Touch-Knopf gedrückt, so, aber das sieht wirklich, wirklich gut aus. Das macht auf jeden Fall Spaß, das kann man gut verwenden, also da braucht man eigentlich fast gar nicht mehr zu sagen. Wir können hier oben die Seite aktualisieren, hier können wir vor und zurück drücken, wenn wir uns im Netz bewegt haben, Lesezeichen hinzufügen, Lesezeichen öffnen, offene Tabs, also das Gerät ist natürlich multitaskfähig, wir können hier mehrere Fenster öffnen und haben hier mehr Optionen. Ich füge jetzt einmal ein Lesezeichen hinzu, nämlich unsere Seite www.handy-mc.de, zack, abgelegt, jetzt drücke ich mal hier auf Lesezeichen. Und dann haben wir hier die Seite. So, dann haben wir hier die meistbesuchtesten Seiten und den Verlauf. So sieht das aus, auch eine ganz schöne Darstellung. Menü, offene Tabs drücken wir mal. So, jetzt ist nur die Seite geöffnet. Ich drücke einmal auf Plus und natürlich wird wieder Google geöffnet. Oder ich gebe einen neuen Link ein, ich mache mal Google. So, und dann sieht das Ganze nämlich so aus. Da springt man dann hin und her und wenn man sagt, okay, Google möchte ich nicht mehr, dann schließt man es einfach. Und jetzt nochmal auf Menü gedrückt, mehr, und was haben wir noch? Startseite, auf Startseite suchen machen wir mal, geben wir mal, was geben wir denn ein? Handy, so Handy, und Enter, und 26 Übereinstimmungen. So, und dann suche ich mich hier so durch die Seite. Menü, schließe ich das mal hier, Menü möchte ich haben, achso, da muss ich hier einmal auf zurück. Menü, mehr, Textauswahl auf der Seite, Seite verlinken, Downloads, Verlauf, weitere Einstellungen. Textauswahl zeige ich auch noch einmal. So. Und dann kann ich hier sagen, okay, diesen Bereich hier möchte ich haben und zwar kopieren, Schnellsuche, senden über, dann versende ich das. URL kann nicht gekürzt werden. Das funktioniert jetzt in dem Fall nicht. Ja, aber ihr seht, was man hier alles machen kann. Wir haben hier noch weitere Einstellungen, drücke ich auch noch mal kurz drauf. Und das sind dann eher technische Hintergründe, ob wir hier bestimmte Sachen anzeigen wollen oder nicht, Cookies löschen oder nicht. Ja, aber das Surfen, das funktioniert wirklich gut. Und wir haben hier natürlich auch einen GPS-Empfänger drin. Wir haben hier ein Android-Gerät, also Google Maps ist quasi schon fast Pflicht. Das kann man immer gebrauchen. Ich meine, wenn man heute kein Google Maps dabei hat, dann findet man wahrscheinlich nichts mehr. Stimmt auch nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Top-Unterstützung, wenn man unterwegs ist. Drückt man einfach hier oben rechts auf den Knopf und hat seinen Standort und kann hier eine Sucheingabe machen, kann hier die Ebenen verändern, Satellit und so weiter und so fort. Und ich kann hier zum Beispiel noch in der Nähe suchen, wenn ich eine Kneipe suche, Restaurant und so weiter und so fort. Hier kann ich sogar selber hinzufügen und ich kann, wie gesagt, wenn ich hier auf Menü drücke, einmal eine Route berechnen lassen und dann zeigt er mir die Route an. Also das ist wirklich ein super Feature. GPS, wie gesagt, ist toll und ist natürlich auch dabei. Außerdem haben wir hier Tethering. Das bedeutet, dieses Gerät kann auch als Modem funktionieren. Einfach über USB am Notebook anschließen. Dann können wir über das mobile Netz ins Internet gehen. Und zwar zapfen wir dann einfach dieses Smartphone an oder das Internet.
Ja, und was haben wir noch? Wir haben natürlich Clients, die auch über Internet funktionieren. Eigentlich fast alle Widgets hier, Wetterangabe und so weiter, wird übers Internet aktualisiert. Wir können hier Feeds abrufen lassen und irgendwelche Blognachrichten, News und so weiter im Hintergrund laufen lassen und hier immer anzeigen lassen. Habe ich jetzt natürlich gerade nicht. Aber wir haben hier zum Beispiel Facebook als Client. Und so sieht dieser Client aus. Da haben wir dann Neuigkeiten. So, ein neues Video ist online, Testbericht Samsung. Ja, oder wir haben hier Nachrichten. Dann haben wir hier Profil und so weiter und so fort. Also dieser Facebook-Client ist auch super, ist immer dabei. Hier haben wir Benachrichtigungen, kann man immer mal schnell drauf gucken und kann man seinen Freunden auch schreiben. Das synchronisiert sich auch noch mit diesem Telefonbuch. Das bedeutet, man kann dann innerhalb eines Kontaktes zwischen SMS, Anrufen, Facebook-Nachrichten und so weiter hin und her springen und das ist eine super Kombination. Außerdem haben wir noch einen YouTube-Client, den werde ich auch einmal zeigen. Der ist natürlich ganz unten bei Y. Und wie sieht er aus? So sieht er aus. Hier werden Videos gezeigt, bestbewertete und so weiter und so fort. Und dann kann man mal irgendwo drauf drücken, nur um zu schauen, wie lange schnell ein Video geladen ist. Und so schnell geht das.